Der Detektiv, mit dem alles anfing, ist wieder da. Peter Gunn. Zwei Herren, die Sie sprechen wollen. Wenn der Auftrag Köpfchen erfordert. Was denn? Da muss ein Leck in der Kloake sein. Charme? Hatten Sie Ärger mit dem Milchmann? Oder hat die Waffensammler- und Sportschützenvereinigung ein neues Parfüm auf den Markt geworfen? Oder Knochenarbeit? Was hältst du davon, wenn du morgen mal vorbeikommst? Um welche Zeit? Wenn du aufgestanden bist, so um Mittag. Dann ist er genau der Richtige. Dieser eine Privatschnüffler, den Sie so hassen. Gunn. Peter Gunn. Ich will, dass Sie feststellen, wer heute früh Julius Catulas Pool elektrisch geladen hat. Ich heure dich an, damit du nicht herausfindest, wer Julius getötet hat. Angeheuert von der einen Seite. Machen Sie schnell und schicken Sie mir die Rechnung. Und unter Feuer von der anderen. Findet Gunn sich in einem Gangsterkrieg wieder. Und auch wenn's heiß wird, behält er einen kühlen Kopf. Warum ziehen Sie sich nicht die nassen Sachen aus, bevor Sie sich erkälten? Bevor ich sterbe, wenn ich sie ausziehe, behalte ich sie lieber an und bekomme Schnupfen. Aber um den Fall aufzuklären... Ob du etwas rausgefunden hast, von dem du Tony nichts sagst? Muss er wissen... Was ist denn los? ...wo er suchen muss? Volles Haus. Wer ist im Wandschrank? Ich habe Angst, nachzusehen. Ich sehe nach. Wer der Böse ist. Unartig. Der mit Mord ungestraft davonkommen will. Ducken! Sie haben gesehen, wer geschossen hat? Ich lag unter Mr. Gunn. Und Sie haben nichts gesehen? Ich konnte Mr. Gunn sehen. Blake Edwards, Regisseur von Der rosarote Panther, Victor und Victoria und dem Kinohit Skin Deep, auch Männer haben's schwer, präsentiert Ihnen Peter Gunn mit Pearl Bailey und David Rappaport. Filmmusik von Henry Mancini. Der Detektiv, mit dem alles anfing, ist wieder da. Peter Strauss als Peter Gunn.